Moin Leute, euer Bamba wieder am Bambus und heute zeige ich euch nicht nur irgendein Outfit-Glitch, nein, heute zeige ich euch, wie ihr Special Agent werden könnt für EAA. Wie geil ist das denn? Und das Beste, Leute, es ist sogar Solo! Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich ja schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, das ist der krasseste Glitches ever. Aber ich würde sagen, wir fangen doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einfach nur eine Mission. Nämlich eine ULP-Mission auf der Karte mit UT gekennzeichnet, denn das ist die Mission, wo ihr Special Agent werden könnt vom neuesten DLC. Sprich, wir können jetzt einfach theoretisch zum U hinfahren und dort eine Mission starten. Oder ihr seid zum Beispiel wie ich, denn ich habe die ganze Mission schon mal durchgespielt und kann die Jobs tatsächlich auch über das Optionsmenü starten. Was ich jetzt hier einfach auch tue. Denn hier geht es einfach auf das Optionsmenü, geht auf Online, Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Mission, scrollt ganz nach unten und dort findet diese ULP-Mission. So, ihr sucht irgendeine der 6 Jobs aus, dann ist es tatsächlich völlig egal, welche Mission ihr auswählt, denn es geht mit jeder Mission. Gut, seid jetzt im Jobmenü von so einer Mission drinne, dann könnt ihr es theoretisch starten. Oder ihr habt auch Freunde, die sagen, ey, ich möchte gerne dieses Outfit auch rausglitschen. Und das Beste ist, Leute, jeder kann sich dieses Outfit gleichzeitig rausglitschen. Wie geil ist das denn? Sprich, wenn ihr Freunde habt, nehmt sie mit ruhig mit rein, denn es ändert nichts an den Glitch selber. Denn wie gesagt, er ist Solo. Gut, habt ihr es Freunde eingeladen oder nicht, startet ihr jetzt den Job. Als nächstes kommt eine Auswahl, denn ihr könnt es hier auswählen, welches Outfit wir haben möchten. Es ist völlig egal, welches Outfit ihr auswählt, einfach das, was ihr am besten findet. In meinem Fall mochte ich einfach dieses Outfit und wir starten den Job. Seid jetzt im Job angekommen, Leute, öffnet ihr jetzt das Interaktionsmenü, geht auf Stil, scrollt runter zu Laune und jetzt müsst ihr für mindestens 30 Sekunden die Laune durchscrollen. Und ja, Leute, das sieht ziemlich lustig aus, denn euer Charakter macht es einfach nur Grimassen ohne Ende. Aber so muss das sein, wirklich, so muss das sein. So, habt ihr es ca. 30 bis 35 Sekunden gewartet, dann müssen wir jetzt ins Konsolenmenü. Also sprich, wir müssen jetzt auf die PlayStation-Taste drücken, um ins PlayStation-Menü zu kommen. Oder bei der Xbox halt auf das Xbox-Menü. Aber wichtig, Leute, das Interaktionsmenü darf nicht von euch geschlossen werden. Das muss nach diesen 30, 35 Sekunden noch offen sein. Gut, seid jetzt im Konsolenmenü angekommen, legt jetzt einfach euren Controller einfach zur Seite, denn ihr dürft mit dem Controller jetzt nichts machen. Denn euer Ziel ist es jetzt, wegen Inaktivität aus der GTA Online-Sitzung rausgeschmissen zu werden. Das dauert ca. 15 bis 20 Minuten. So, habt ihr jetzt die Zeit abgewartet, werdet ihr merken, dass ihr euer Spiel nicht mehr seht, sondern nur noch einen schwarzen Bildschirm. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in GTA wieder rein und wir werden sehen, dass wir jetzt wegen Inaktivität rausgeschmissen wurden. Diese Meldung bestätigen wir einfach mit X und kurze Zeit später werden wir in einer neuen öffentlichen Sitzung gespawnt und zack, boom, bam, Leute, wir haben das Outfit. Wie geil ist das denn? Aber es ist noch nicht abgespeichert, denn um das Ganze zu sichern, müssen wir jetzt einfach zum Kleidungsgeschäft oder zum Apartment und das Ganze einfach abspeichern. Und wichtig, Leute, klar, ihr könnt das Outfit später variieren, eine andere Hose dranziehen, etc., etc. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, das Outfit einfach zu speichern, so wie es jetzt ist, und auch nicht mehr anzurühren auf diesem Speicherstellplatz. Denn falls ihr mal irgendwie versucht, ein Oberteil zu wechseln oder sonst irgendwas, kann es schnell mal passieren, dass ihr diese EAA-Marke außersehen kaputt macht bzw. verschwinden lässt. Und dann, wenn ihr es nicht so abgespeichert habt, dass es noch da ist, ja, blöd gelaufen. Deswegen macht euch einen Safe Spot. Aber gut, Leute, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der kleine Kleidungsglitch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.